Hallo und willkommen zurück zur Videoreihe Flächenmaße von Mathematik macht Freude, Freunde. Ich heiße Simone und werde dich durch dieses Video begleiten. Es handelt sich hierbei um das zweite Video zur Videoreihe Flächenmaße. Falls du das erste Video, das Intro, noch nicht gesehen hast, schau doch bitte erst dort vorbei. Wir haben bereits geklärt, was ein Flächenmaß ist und welche Flächenmaße es gibt. In diesem Video soll es nun um die Umrechnung dieser Flächenmaße gehen. Bevor es so richtig losgeht, pausiere jetzt bitte das Video, um dir ein Blatt Papier und einen Stift zu holen. Wir haben schon festgestellt, dass man die Flächenmaße so anordnen kann. Aber woher weiß ich jetzt, wie viele Quadratmeter einem Ader entsprechen? Oder umgekehrt? Wenn ich jetzt zum Beispiel wissen möchte, wie viele Ar in einem Quadratmeter entsprechen, so rechne ich mal 100. Und das mache ich bei jedem Flächenmaß. Also rechne ich um von Ar auf Quadratmeter, indem ich mit 100 multipliziere, genauso von Quadratmeter auf Quadratdezimeter, von Quadratdezimeter auf Quadratzentimeter und so weiter. Ich möchte jetzt wissen, wie viel 12 Quadratdezimeter in Quadratzentimeter umgerechnet sind. Dann rechne ich einfach 12 mal 100 und erhalte 1200. Also sind 12 Quadratdezimeter gleich 1200 Quadratzentimeter. Probiere jetzt selbst, diese zwei Umrechnungen durchzuführen. Schon fertig? Dann solltest du das als Ergebnis stehen haben. 7 Quadratzentimeter sind 700 Quadratmillimeter, 32,5 Quadratkilometer sind 3250 Hektar. Wir können natürlich auch in die andere Richtung von der kleineren zur größeren Einheit umrechnen. Nun müssen wir durch 100 dividieren. Also, Beispiel. 4300 Quadratmillimeter sind wie viele Quadratzentimeter? Wir rechnen 4300 dividiert durch 100 und das sind gleich 43 Quadratzentimeter. Ich habe für dich zwei weitere Beispiele vorbereitet. Versuche sie selber zu lösen. Bist du fertig? Dann zeige ich dir wieder die Lösung. 86.450 Ar sind 864,5 Hektar und 95.700 Quadratzentimeter sind 957 Quadratdezimeter. Ich habe hier noch mehr Beispiele vorbereitet und wie du siehst, haben wir jetzt auch mehrnamige Flächenmaße. Bislang hatten wir nur einnamige Flächenmaße. Wir lösen das erste gemeinsam. Also, wir wollen 26 Ar und 17 Quadratmeter in Quadratdezimeter umrechnen. Dafür machen wir am besten einen Zwischenschritt und ich zeige dir, was ich damit meine. Wir rechnen zuerst in die kleinere der zwei Einheiten um, also erstmal in Quadratmeter. 26 Ar mal 100 sind 2600 Quadratmeter. Plus die 17 Quadratmeter sind also 2617 Quadratmeter. Und das rechnen wir nun in Quadratdezimeter um. Also 2617 Quadratmeter mal 100 sind 261.700 Quadratdezimeter. Wir können natürlich auch eine einnamige Größe mehrnamig angeben, indem wir eine große Zahl in den größtmöglichen Flächenmaßen angeben. So wie in unserem nächsten Beispiel 532.218.916 Quadratmillimeter in den größtmöglichen Flächenmaßen angegeben werden. Da wir immer dividiert durch 100 rechnen, müssen wir ab der 100er Stelle in das nächste Flächenmaß umrechnen. So sind 532.218.916 Quadratmillimeter gleich 5.322.189 Quadratzentimeter und 16 Quadratmillimeter gleich 53.221 Quadratdezimeter, 89 Quadratzentimeter und 16 Quadratmillimeter gleich 532 Quadratmeter, 21 Quadratdezimeter, 89 Quadratzentimeter,
16 Quadratmillimeter. Und das gleich 5a, 32 Quadratmeter, 21 Quadratdezimeter, 89 Quadratzentimeter, 16 Quadratmillimeter. Die weiteren Beispiele sollst du nun alleine lösen. Sie funktionieren nach demselben Muster. Probiere es jetzt einmal aus. Bist du schon fertig? Dann kannst du mit diesen Lösungen vergleichen. War alles richtig? Super! In dem letzten Video zeige ich dir dann, wie du einfache Rechenaufgaben mit unterschiedlichen Flächenmaßen löst und präsentiere dir einige Flächenmaße, die es in anderen Ländern gibt. Danke, dass du mich bis hierhin begleitet hast. Bis zum nächsten Video.